Servus YouTube, herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Be Legendary, unserer Upgrade-Serie, die langsam in die letzten Züge geht. Wir sind bei der vorletzten Episode und wenn euch das Ganze heute gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Nee, vorvorletzte Episode ist es, aber trotzdem, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sind am Start mit richtig interessanten Spielern heute und die habt ihr natürlich wieder so ein bisschen mit beeinflusst bzw. ausgewählt. Wir schauen sie uns einfach mal an. Links in der Videobeschreibung für Unterstützung, möglich zu Instagram, Twitter, Randrun, Facebook und so weiter und so fort. Und da könnt ihr auch die Seiten finden von unter anderem Niklas Bendtner, unserem neuen Stürmerstar, für Raúl Bobadilla, für ja, Lars Stindl bzw. seinen neuen ja, Gegenspieler, kann man ja nicht wirklich sagen, sondern einen neuen Ersatz, Pierre-Michel Lasogga, für Mico Albornoz, der für Insua ins Team kommt, und John Anthony Brooks wird ersetzt durch Marcelo. So, ich erkläre ganz kurz, warum ich denke mal den Lord brauche ich nicht erklären. Albornoz, mein Lieblings-Linksverteidiger, ich habe ja auch ein Trikot von dem, ich mag den richtig gerne, auch wenn er momentan nicht die Leistung bringt, ist das einfach für mich eine Legende, dementsprechend ist er im Team. Und natürlich hat Ogo ein paar Stats, die so ähnlich sind wie die von Panda, aber er ist halt nun mal nicht Panda und dementsprechend kann er da nicht stehen, und Albornoz ist der würdige Vertreter für den CP24. Dann Marcelo ist, denke ich mir, auch keine Frage, der Kapitän der Innenverteidiger bei Hannover, den ich am meisten mag, beziehungsweise der einzige Innenverteidiger bei Hannover, den ich momentan zu schätzen weiß, nachdem ja Hoffmann wie eine feige Sau fliehen wollte. Und Pierre-Michel Lasogga, einfach weil ich ihn so unfassbar nicht mag, eine Legende hier auf dem Kanal. Natürlich gibt es jetzt gleich eine Überraschung, und zwar wird nicht Stindl rausfliegen, sondern Calhanoglu, das heißt der Zehner, weil ich Stindl auf die Zehn stelle, weil ich den noch ein bisschen länger spielen möchte. Das heißt, Lasogga kommt in den Sturm für Stindl, aber Stindl kommt auf die Zehn für Calhanoglu. Wisst ihr Bescheid, wie das Ganze gelaufen ist. Ist, denke ich mal, nicht so schlimm, ob Stindl oder Calhanoglu spielen, macht keinen großen Unterschied. Wir gucken uns jetzt natürlich einfach mal an, wie das Team aussieht, und wenn euch die Upgrades gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Eine Sekunde, wir sehen uns sofort wieder. So, da sind wir angekommen beim Kader, wie er momentan aussieht, beziehungsweise nicht mehr ganz aktuell, sondern veraltet, denn wir müssen natürlich noch die Spieler austauschen. Ihr seht, wir haben da einige, die da nicht mehr reingehören, unter anderem natürlich John Anthony Brooks. Dafür wird Marcelo jetzt reinkommen, unser 96er Abwehrchef. Mal sehen, wie der so zusammen mit Papadopoulos ja quasi harmonieren wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Des Weiteren müssen wir natürlich noch unseren Stürmer austauschen, beziehungsweise unseren Zehner. Das Ganze erkläre ich euch gleich nochmal, wie ich das gemeint habe. Auf der linken Seite spielt auch ein 96er, und zwar Mico Albornoz. Der Chilene, der in Ultimate Team gar keine so schlechten Stats hat, wie es im ersten Moment vielleicht aussieht. Auf der 10er-Position haben wir dann den eben, ja, quasi noch gar nicht angesprochen, aber jetzt reingestellten Pierre-Michel Lasogga. Also angesprochen war er schon, aber nicht halt als 10er, sondern als Stürmer. Ich habe gesagt, ich vertausche das. Stindl geht anstelle der 10, anstelle des Sturms auf die 10 und Lasogga in die Sturmspitze vorne rein. Niklas Bendtner ist dann der letzte Spieler, der reinkommt für natürlich Raúl Bobadilla. Unser Lord kommt in die Sturmspitze, und das sieht dann doch ziemlich legendär schon aus. Die nächsten 4 Spieler werden in dieser Episode natürlich jetzt noch rausgeholt. Ich hoffe, euch gefällt das Team, wie es momentan aussieht. Wir gehen rein in die erste Partie, und da spielen wir gegen ein Team, das aus einer einzigen Mannschaft besteht, und zwar aus dem AFD Bournemouth. Da haben wir im Tor Boruc, davor Distin. Ich kenne die ganzen Spieler ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, links ist Tyron Mings. Dann haben wir im linken Mittelfeld Atsu, rechtes Mittelfeld Michi, vorne drin Gradell und Wilson. Mittelfeld müsste irgendwo, glaube ich, noch. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich lasse es lieber und warte einfach mal ab. Richie, doch, Richie müsste noch drin sein. Ist aber auch egal. Wir gehen in die erste Szene der Partie, und das ist Niklas Bendtner auf Lars Stindl, der versucht auf spitz im Winkel, aber der trifft das Tor nicht. Es bleibt beim 0:0 nach 6 Minuten. Allerdings war noch das bessere Team. Lasogga versucht aus der Distanz, der Schuss mit dem schwachen Linken senkt sich aber ein bisschen zu spät. Trotzdem war es eigentlich ganz gut in der Offensive, denn wir waren das einzige Team mit Chancen. Kostic schießt am Tor vorbei. Auf der anderen Seite sollte mir dann aber gezeigt werden, wie es besser geht. Das ist Christian Atsu, ehemaliger Chelsea, und natürlich, ja, auch nicht Kroning, sondern Heerenveen-Spieler. Und im Endeffekt ist es dann das Tor, ja, von Wilson. Da sieht Zieler nicht so gut aus, muss man ganz ehrlich sagen, unser legendärer Torwart. Allerdings kann man da auch nicht wirklich viel erwarten, denn das hat er gut gemacht. Übrigens war er natürlich nicht bei Heerenveen, sondern bei Vitesse Arnheim, tut mir leid. Das war gut gemacht von Atsu, und dann, das sieht alles andere als gut aus. Und Marcelo da macht, Papadopoulos auch nicht so wirklich, Zieler dann mit dem Arm. Naja, egal, wir können ja antworten. Stindl, Doppelpass mit dem Lord, und der Lord zieht ab aus 16 Metern, macht das 1:1, so schnell kann es gehen. 25 Minuten mit dem 5. Schuss der Partie, zumindest auf meiner Seite, ist er dann endlich drin, und der Lord macht direkt mal seine erste Bude im ersten Spiel für uns. Besser kann es auch gar nicht losgehen. Unser dänischer Superstar hier, der auch auf dem Thumbnail drauf ist, erzielt sein erstes Tor. Es geht weiter auf der anderen Seite mit der nächsten Großchance für den Gegner, aber diesmal zeigt Zieler, warum er ein guter Keeper ist, verhindert diesen Schuss aufs Tor, und auch in der nächsten Szene entscheidend beteiligt Wilson aus 18 Metern, und wieder ist der National aber da und boxt den Ball ja quasi zur Ecke weg. Zweite Halbzeit, andere Seite, Chance über Traoré, die Flanke in die Mitte, zweiter Pfosten, Stindl mit dem Kopfball, aber der geht am Tor vorbei, und jetzt kommt, glaube ich, schon die größte Chance der ganzen Partie. Ja, sie dürfte kommen. Das ist Kostic mit dem Ball in die Mitte, und da steht Lasogga 5 Meter. Oh wei.
Den kann man schon mal machen. Naja, egal, was. Denn im Endeffekt kommt dieser Ball hier nach vorne auf Lasogga. Ich hätte einfach noch sweaten müssen, aber der Gegner entscheidet sich, beziehungsweise sein Xbox entscheidet sich, oder sein FIFA entscheidet sich, oder seine Verbindung, irgendwas entscheidet sich. Ich habe keinen Bock mehr und dementsprechend geht er raus. Und wir haben die Upgrades für Joshua Gilavogi und für Ibrahima Traoré. Also zentrale Defensive, Mittelfeld 8,3, rechtes Mittelfeld 7,3. Hier entschieden, weil ich Kostic noch ein bisschen weiter bespielen möchte. Nächstes Spiel, wir spielen gegen den 1. FC Köln. Und zwar mit Lukas Podolski in Form auf der rechten Seite. Simon Zoller im Sturm, Mittelfeld Vogt, Lehmann, Jojic vorne. Leonardo Faretakurt, Verteidigung Maro, Sörensen, Olkowski und Hector und im Tor natürlich Timo Horn, der super Keeper von Köln. Es gibt nach 4 Minuten den Elfmeter durch Marcelo, verursacht an Lukas Podolski. Ob es ein Elfmeter war, sei mal hingestellt. Impact Engine, sehr Dank, ist das keine Frage mehr, denn in FIFA wissen wir alle Bescheid. Podolski macht den easy rein, Zieler kann den nicht halten und es steht dementsprechend 1-0 für den 1. FC Köln, beziehungsweise für meinen Gegner, Derby-Sieger FC. Ich denke mal, das ist klar, welches Derby gemeint ist. Andere Seite, ich versuche zurückzukommen, Lasogga mit der Flanke, da ist Stindl, aber er will den Fallrückzieher nicht machen und dementsprechend bleibt es erstmal bei 1-0. Es geht weiter auf der anderen Seite. Das ist Matze Lehmann mit dem Lobpass auf Zoller. Zoller im 16er macht das 2-0. Das geht viel zu einfach. Und der 1. FC Köln macht das eisekalt vorne drin. Normalerweise ist Zoller gar nicht so kalt vom Tor. Hier zeigt er aber, dass das doch kein Lars Stindl. Andere Seite. Wir versuchen zurückzukommen. Und wenn es einer macht, dann der Gladbacher. Trifft hier eiskalt zum 1-2 aus unserer Sicht. Das heißt, wir kommen wieder ran. Es könnte also besser laufen. Wir machen direkt weiter. Mikko Albornoz mit der Flanke in die Mitte. Aber Horn ist mit allem Einsatz von Kakario. Sagen wir es natürlich Timo Horn, der dazwischen geht. Trotzdem waren es gerade die Gladbacher, die bei uns Party machten. Das ist Mikko Albornoz auf seinen, ja nicht ehemaligen Teamkollegen, aber auf Ibrahima Traoré, den Teamkollegen seines ehemaligen Teamkollegen, den Kollegen von Lars Stindl, also auch ein Gladbacher. Und der macht das 2-2, der Ausgleich 38 Minuten durch. Und Gladbach macht den Ausgleich im Derby quasi, auch wenn wir natürlich kein ganzes Gladbach-Team sind, aber ein bisschen zumindest. Das ist wunderbar und es geht direkt weiter. Das ist Lars Stindl und der versucht aus der Distanz. Timo Horn kann den Ball gerade noch so halten. Naja, kann man machen, das hier nicht. Das ist ganz, ganz schwach von mir, nicht von Zieler, sondern von mir. Und im Endeffekt ist Zoller da und macht das 2-1, 45. Minute. Dummer Abwurf, direkt auf Podolski, hinten direkt. Zieler ist erstmal nochmal da und macht meinen Fehler wieder gut. Aber Zoller macht dann letztendlich das 3-2. Das ging dummer weiter, denn da kommt Matze Lehmann, wird nicht angegriffen, haut drauf und macht natürlich das 4-2. Das Ding sitzt wie eine 1, wunderbarer Strich vom Sechser der Kölner, der im zentralen Mittelfeld hier spielt. Es war bitter und es ging gut weiter für ihn, denn er verhinderte alle meine Torchancen. Es kam absolut nichts zustande. Wir sind in der 77. Minute und dann kommt der Ball auf Kevin Vogt. Und wenn selbst der sowas hier machen kann, mit Ballrollen und mit ganz viel Glück und mit einem eiskalten Abschluss, dann ist alles vorbei. 5-2, die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Der 1. FC Köln, also erneut Derby-Sieger gegen die beiden Gladbacher im Endeffekt. Nachkomma 1 für Stindl, das heißt, der wird geupgradet. Also unser nächster Stürmer kommt rein, beziehungsweise jetzt natürlich 10er. Ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Und dazu noch Daniel Opare, der Rechtsverteidiger. Das heißt 6er, 10er, rechtes Mittelfeld und Rechtsverteidiger. Ich denke mal, das ist relativ easy, wer im rechten Mittelfeld hinkommt. Ich hoffe, für euch ist das keine Frage. Also, wenn es eine Frage ist, bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage einfach mal, denkt an meine Kooperation in den letzten Wochen. Das Video mit dem letzten YouTuber, was ich gemacht habe, dann wisst ihr eigentlich Bescheid, wer es sein wird. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr gerne sehen würdet. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Lasst es krachen, haut rein. Und schaut es krachen.